Willkommen zurück, liebe Gothic-Freunde, zu Let's Play Gothic 2, der Nostalgic-Edition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir das Umland von Kurines ein bisschen erkundet, waren bei Akis Hof, haben da seine Probleme gelöst. Und jetzt sind wir hier bei der Taverne zur Toten Harpie. Hier schauen wir uns noch ein bisschen um und dann gehen wir wahrscheinlich zu den Söldnern. Oder wir machen noch ein paar Quests in der Stadt. Weil ich glaube, zu den Söldnern brauchen wir noch nicht gehen. Weil die meisten Söldner müssen wir ja umkloppen. Und wir haben noch 0 Einhand, 30 Stärke, keine Rüstung gefühlt. Ich glaube, das wird nichts werden. Na, wir gucken mal. Wir gehen jetzt erstmal zur Taverne. Und gucken mal. So Leute, alles rund. Erst in den Arsch und dann im Mund. Hohoho. Das ist kein Geheimnis. Na hallöchen, wer bist du denn? Na hallo. Tora. Ich bin ganz deiner Meinung. Oh, da wirkt schwer ins Buschig. Was willst du? Kennen wir uns? Tut mir leid. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist wirklich nicht mein Problem. Also, dich hätte ich nicht vergessen, muss ich sagen. Du hast ja zwei ordentliche Argumente. Das wundert mich nicht. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann. Wie viel willst du? 500 Goldstücke. Oh, das ist nicht wenig. Oh, wirklich? Vergiss es. Meinst du, mir geht es besser? Mein Gott, Mut. Der verfolgt mich auch schon die ganze Zeit. Die letzten 2-3 Folgen. Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Der schaut mir auch die ganze Zeit auf den Arsch, Mut, oder nicht? Das sehe ich doch. Das ist ein Lümmel, ey. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich gebe dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werd's wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Noch ein paar Wünsche. Ich muss wirklich wie so ein freundlicher Samariter aussehen, ey. Gold? Wir alle wollen Gold. Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verprasst es im Bordell, jo. So wie ich dich einschätze. Ja, mach ich gut. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt habe. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Greg, jetzt komm mal wieder runter. Ohne mich wärst du schon längst verloren. Sind wir mal ganz ehrlich. Der Schläfer hätte dich längst übernommen. Dann würdest du hier, keine Ahnung, im Traumland sein. Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Ona, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Proviant? Du bist ja in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Machen wir direkt. Na ja, komm. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Komm mit. Mute, du kommst auch mit. Ne, mach das sowieso. Der schüttelt uns jetzt beide auf den Arsch.
Bum, bum, bum. Paar schöne Pilze. Lecker Schmecker. Da ist wieder ein von dir. Oh nee, weg. Ein Mistvieh weniger. Ich dachte, der gibt mir die Erfahrung. Hat er mir Turning, glaube ich, gegeben, oder? Bin mir nicht sicher. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Danke dafür. So, wir speichern erstmal. Schön auf der 2. Mut, ich hoffe, du überlebst es. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, ich hoffe, ich überlebe das. Ich werde mal mit Bogen machen. Nahkampf-BKW, ja, komplettes Opfer. Gegen die Massen. Mein Gott, meine Maus! Ich glaube, die gibt bald den Geist auf. Wenn ich die linke Maustaste drücke, passiert einfach oft gar nichts. Ich muss da richtig rufhämmern. Da geht wahrscheinlich bald die Batterie leer. Boah, die so volle Wichsen, ey. Schwarz. Oh no! Okay, da war ja gar nichts. Dann gehen wir doch in den Nahkampf rein. Kommt ihr hier? Ein Mist wie weniger. Du sagst es. So, der Schwarze ist ein Problem. Also das nicht falsch verstehen. Wir speichern nochmal. Dann holen wir einen Feuerfall raus oder so. Wo waren denn diese scheiß Zauber? Die werden niemals lernen, glaube ich. Was nehmen wir? Feuerfall, mal gucken, ob der ausreicht. Begleiter steuern. Schön. Geil. Gut, wie ist denn, was machen müsst? Wäre ich dir sehr verbunden. Ja gut, meine Maustaste, wie gesagt. Soll es keine Ausrede sein, aber... Das erschwert die Sache noch. Mut, Junge, du musst irgendwas machen. Warte, ich stell dich mal um, glaube ich. Aber ich will nicht, dass er stirbt. Vielleicht brauche ich ihn später noch für irgendwas. Oder warte mal, ich nehme am Feuerball einfach. Den kleinen Wichser. Oh ne, warte mal, wir probieren es mal so. Stufe aktualisieren. So, mitkommen jetzt. Jetzt gibt's aufs Maul. Ja, schön, einer ist tot. Wir wollen aber nicht zu weg.
weil wir wollen die Erfahrung bekommen. Trefft ihn einfach nicht. Holy shit! Alter, was passiert? Hä, ich werde ja komplett zurückgeschleudert von dem. Holy shit, ey. Habe ich auch noch nicht erlebt. Wertvolle Innerstatue erhalten. Das war die für Eda, glaube ich, oder? Die gute Edda mit der Fischsuppe. Ja gut. Wenn ich jetzt die Höhle vergleiche mit Returning, ey, da war ja hier komplette Hölle. So, speichern, ganz wichtig. Wie wär's mal mit Treffen, Mann? Jo. Bis der mal so fertig wird mit dem Bogen wegstecken, Alter. Ich nehme jetzt einfach einen Feuerball. Und grill den Scheiß. Wichser. Könnte ich mir so sparen? Geil, hab dich hier noch Mana. Mutig, glaub, die greifen dich an, oder? Alter, ich treffe nichts! Scheiße, treff mich an. Der Schwarze, da ist auch ein Schwarzer! Gut, beeil dich! Okay, nee. Alter, was ist denn mit den Goblins los? Die treffe ich einfach nicht. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Bin ich besoffen oder ich spiele komplett scheiße? Man weiß es einfach nicht. So, auf den Schwarzen hier. Bam. Treff den Schwarzen an. Mut bitte, Mann. Kann nicht so schwer sein. Ja, guck mal hier. Alter, was passiert denn hier? Die schleudern mich ja komplett hoch. Ey, ich hasse diese scheiß Höhle. Ja, die greifen wieder Mut an. Mut, guck mal da, da kommt was angelatscht. Tot. Nee. Ich lock die raus. Scheiß auf die Erfahrung. Ich hab keinen Bock, jetzt hier ewig zu campen. Wegen diesen verfickten Goblin, sie jedes Mal. Jedes Mal dieselbe Scheiße, wenn ich hier in der Höhle bin. Wirklich jedes Mal derselbe Scheiß. Mitkommen. Weg, du kannst mir helfen. Sind schließlich deine Schätze. Guck mal hier, Greg. Sehr schön. Sorry. Ein Mist, viel weniger. Alter, die Goblins, die schleudern mich durch die Gegend, Alter. Hab ich auch nicht erlebt. Ich werde komplett nach hinten geschleudert. Also, geschleudert ist übertrieben, aber geschubst.
So, waren nicht alle? Ich glaube, ein schwarzer fehlt noch, oder? Hier am Lager. Wie gesagt, scheiß auf die Erfahrung. Ich habe jetzt hier keinen Bock, 10.000 Mal zu sterben. Reicht ja irgendwann. Wie viele sind jetzt hier noch? 1, 2. Scheiße, noch ein schwarzer wieder. Ja, bist du mir tot, oder? Junge Mut, wie lange brauchst du denn für den Ehen? Das macht doch mal hinne. Geil, Mut ist auch einfach gestorben. Ey, kann nicht sein. Der ist schon wieder übelst peinlich hier. Ja, ich hätte wirklich erst in der Stadt bleiben sollen, mir eine Rüstung holen, klauen. Aus der Truhe. So, mitkommen. Kein Bock mehr auf euch. Weg zur Hilfe! Hilfe! Guter Mann! Guter Mann! Ein Mistvieh. Schön den Rücken gestochen. Abgestochen, die Sau. So, und jetzt wird gegraben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Wir braten mal ein bisschen Fleisch. ...52 Stück gebratenes Fleisch. Das schmeckt. Ein dickes Schnitzel. Obwohl, es ja ein Steak eher war. So, Greg, ich hab deinen Scheiß. Ah, der hat sich die ganze Zeit umgezogen. Kleine Modeshow macht er jetzt. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht, das würdest du bereuen, klar? Schön. So bittet man niemanden um Hilfe. Noch eine schöne Drohung hinterher schmeißen. Danke dafür. So, hier brauchen wir noch nicht hin, Leute. Dafür bin ich zu schwach. Die Lernpunkte muss ich immer vergeben. Wir gehen erstmal zurück zur Taverne. Weg seinen Scheiß haben wir gemacht. Den Hase, den schaffe ich. Aber jetzt kriege ich dich. Ja, du hilfst mir direkt. Na hallo. Schönes Kind. Hier wird es noch beklaut. Orlan. Das wird sich nie ändern. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Wenn du vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch, einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Er
stellt sich das immer so einfach vor. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Irgendwann muss das ja so kommen. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Was hast du denn hier schönes, Leute? Boah, Lan, du bist ja richtig geil. Eine Abenteuerrüstung. 400 Gold nur. Da kannst du nichts dran ändern. Ja, nur ist übertrieben, aber ich habe schon 1300. Warte mal. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Warum? Ja, 1300. Das habe ich früher auch immer gesagt. Was kostet ein Zimmer bei dir? Dann gib mir 50 Goldmünzen für eine Woche und du kannst dir ein Zimmer aussuchen. Ich bin ganz da. Verdammt teuer. Dann musst du es woanders versuchen, mein Freund. Deine Entscheidung. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Ich bin ganz deiner Meinung. Zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. Was hast du denn Schönes? Teleport Taverne 500, Scheiße. Methanas Lyrik. Das war doch schon vorher klar. Kurzschwert, grobes Schwert, ja gut. Kurzschwert. Brauche ich nicht. Da kannst du nichts dran ändern. Bora, Bauer. Wasser. Hier haben wir Ruka. Wer seid ihr? Noch zwei Bauern. Das ist kein Geheimnis. Also Orlan macht ziemlich Minus, seit ich seine Gaststube betreten habe. Das will doch keiner mehr hören. Ich bin ganz deiner Meinung. Hey! Das habe ich früher auch immer gesagt. Warte, wir speichern erstmal. Hey, du! Ist das wirklich wahr? Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste. Aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Ist das wirklich wahr? Mut führt einfach die ganze Zeit selbst Gespräche. Unfassbar. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Das ist doch alles nur geredet. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Ich könnte dir Sachen erzählen. Bruder, die Tora, die hat ja einen Arsch, Alter. Sieg ja jetzt erst. Alles mal geredet. Holy shit. War doch seine Entscheidung. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens zwei Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Ich hab versucht,
Wie hoch ist dein Einsatz? Ich wundere mich über gar nichts mehr. 100. Das höre ich gerne. Immer wieder das Gleiche. Ich nehme deinen Einsatz an mich und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist, klar? Er stellt sich das immer so einfach vor. Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? So, wir gehen erstmal in die Truhe. Ha, ein Kampf! Da kommt Wasser da rein. So. Fertig! Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Tut mir leid. Immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Okay, der Gold müssen wir erstmal weglegen. Gut, dass wir gespeichert haben. So, dann wartet mal kurz. Ist das wirklich wahr? Gold legen wir hier hin. Das interessiert mich nicht. Das ist eine schöne Sache. Die Waffe legen wir ab. So, jetzt bitte Wasser da rein. Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Die kloppen sich wieder noch. Zeig's ihm! Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Gold, das ist schon mal meins. Da kann man sich deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hat der Mut einfach den Knüppel geklaut. Unfassbar. Da muss man auch mal zuhören. So, hier mit dem Gold wieder. Von mir erfährt keiner was. Mit Dieben will ich nichts zu tun haben. Scheiße, wie komme ich da in seine Truhe? Außer vergessen zaubern noch. Ah, wir laden nochmal. Vielleicht ist der Typ irgendwann mal weg. Meinst du, mir geht es besser? Wir machen oben ein Nickerchen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das ist wirklich nicht mein Problem. Waschzuber. Hier haben wir Wasser. Gehen wir mal baden. Ist das wirklich wahr? Oh, ist das schön. Oh. Das ist wirklich nicht mein Problem. Körper waschen und planschen. Ich bin mit einer Quietsche-Ente. Schön wie die Ladies hinter euch. Was macht dann da? Schön am Feppen. Man selbst ist doch da nicht drauf gekommen. Irgendwann muss das ja so kommen. Einwaschen? Meinst du, mir geht es besser? Das wird sich nie ändern. Ich hab was anderes gehört. Junge, der färbt doch. So, Aussehen überprüfen. Frisur. Frisur einfach? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Körperbreite? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ah, wir machen mal breit. Übelste Tier sind wir jetzt. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Körperstatur? Irgendwann muss das hier so kommen. Kräftig. Von mir erfährt keiner was. Will doch keiner wissen. Bruder, also ein Gym. Leute, braucht er nicht mehr gehen. Ihr müsst euch einfach mal waschen. Alter, da geht ja noch breiter. Holy shit. Aber okay, die haben dran gedacht, hier die Türen abzuschließen. Das wird sich nie ändern. Was für ein Tier. Das ist doch alles nur geredet. Hier brauchst du das nicht. So, ich war mal kurz pumpen. Wie findest du? Das ist doch lange bekannt. Okay, aber wie komme ich jetzt an diese scheiß Truhe? Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Ah, scheiße.
Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Keine Ahnung, sag du es mir. Machen wir später. Wird sich das jemals ändern? Gut, ich würde sagen, wir gehen zurück zur Stadt und machen die ganzen Bürgerquests. Alter, stell dir mal vor, wir machen den noch fetter, beziehungsweise breiter. Nimm da den halben Bildschirm ein. Der gute Held. Hey, so ein Tier, Alter. Holy shit. Naja, dann geh ich heute Abend auch mal baden. Mach ich keinen Sport mehr, ich geh einfach mal ein bisschen planschen. Was passiert? Mein Pimmel schrumpft. Nee. Oh Mann. Warum laufe ich überhaupt? Ich hab doch einen Teleporter. Na gut, wenn wir hier schon mal hier sind, dann können wir gleich den Ork mitnehmen. Mut, warte, du bist mal bitte defensiv dann. Taktikeinstellungen. So, lieber Ork, komm mal bitte raus hier. Perfekt, komm mal mit. Mika, ich bin Kundschaft. Ja, guter Mann. Scheiße! Alter, was hält denn der Ork-Krieger aus? Warte mal, Mut soll nicht sterben. Dann machen wir komplette Unterstützung mal kurz aus. Ich glaube, ich schicke den noch bald nach Hause. Taktikeinstellungen. Aus. So. Jetzt nochmal die Enden Spaß. Nein! Ich hab da ausgestellt. Ja, wir lassen mal so einfach. Ich darf mich bloß nicht treffen lassen beim scheiß Ork. Problem ist, der ist nur aber ein bisschen schneller als ich, glaube ich. Oh, flitz um dein Leben! Mika, du schaffst es, oder? Guter Mann. Ja. Der macht überhaupt keinen Schaden, Mika. Ah, er bekommt Unterstützung. Der stoppelt da erstmal ein bisschen rum. Mika, du schaffst es doch nicht! Junge, was machst du? Beweg dich!
schöne Scheiße wieder. Warte mal, ich helfe da mal irgendwie. Nur am Bogen raus. Aber der greift der Mut wieder an. Mein Gott, Alter, wie diesen Hampelmann hier. Alarm! Schlag zu! Die andere Stadtwache kommt einfach zu. Ein Mistvieh weniger. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir geschafft. Und alle haben es überlebt. Speichern. So, und zurück zur Höhle. Ich glaube, über der Höhle lag doch ein Amulett oder ein Ring oder so, oder? Wenn ich mich nicht irre. Wir machen mal hier das Teil an, die Mod. Snipperkraut. Hier oben, oder nicht? Mag hier oben nicht was? Ring der Eisenhaut, genau. Elixier, Essenz, Kurzschwert der Miliz. Ey, das kann nicht sein, wir fast wär tot. Okay. So, zeig mal den Ring bitte. Der hat doch Schutz gegeben, glaube ich. Genau, Schutz vor Waffen. 3. Haben wir noch ein Kurzschwert bekommen? Kurzschwert der Miliz. Deswegen sind die Miliz-Leute auch so scheiße. Deswegen hat Mika keinen Schaden gemacht. Die hat einfach hier ein Mini-Kurzschwert mit 20 Schaden, Alter. Naja. Nein, falsche Waffe. Noch mehr Beute. So, hier sollte noch ein Wolf sein. Den höre ich zumindest. Ich hoffe, es ist nur einer. Jo, dann geht's ja. Unbedingt Einhand lernen. Ich brauche nochmal 10 Stärke, um auf 40 Stärke zu kommen. Dann kann ich nämlich durch die Mod sprinten. Was ich natürlich nicht immer verwenden werde, aber manchmal ist es echt nützlich. Besonders für weite Strecken. Da muss ich nicht mal diesen scheiß Side-Ding aktivieren. Weil dann muss ich Einhand lernen. Aber eigentlich auch Schlösser knacken. Schlösser knacken ist eigentlich das Wichtigste gerade. Mut, da bist du ja wieder. Sehr gefährlich hier alles. Wir gehen hier außen lang. Hier liegt einfach ein Schattenläufer, sehr schön. Zu Hilfe! Okay, wir gehen noch nicht da durch. Ist ja auch glatter Selbstmord, Alter. Den machen wir später. Wenn wir die Quest von den Wassermagiern haben. Aber wenn ich an die schon denke, ey. Kann ich schon wieder heulen. Die kommen auch noch dran.
Mit ihren scheiß Jaken da. Jaken da ist natürlich total geil, aber die Wassermagier, die trüben wieder alles. Da muss ich mir das ewige Quatsche von Satoras anhören, ey. Alter Falter. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Nickerchen. Schön im Hotel. Mut, wo bist du denn hin? Da ist er wieder. So, wir machen jetzt erstmal die Quest für Konstantino. Das ist ja interessant. Das weiß doch inzwischen jeder. Lederbeutel. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? So, Mut, ran da. Mut, du bist mir keine Hilfe, muss ich sagen. Der trifft ja nicht einmal! Na gut, machen wir so. Ein Mist viel weniger. Geht mir vielleicht die Erfahrung flöten, aber scheiß drauf. So, wir gucken uns jetzt mal um hier. Wir brauchen nämlich noch die ganzen Pflanzen für Konstantino. Snapperkraut, Feuernessel, schön. Goblinbeere haben wir gefunden. Fehlt noch die Drachenwurzel. Ich glaube, die war weiter hinten, oder? Kommt die Ratte schon? Nee, noch nicht. Guter Feldknöterich. So, dann kommt mal her. Nee, nur einer bitte. Na gut, wir sind ja auch zu zweit. So, die hätten wir. Dann ist noch eine Ratte. Eine elende. Dicke Molretz hier. Mute kannst du machen. Okay, die machen mir zu viel Schaden. Gut, du wirst doch so einen scheiß Molretz schaffen, oder? Guck mal da. Ich brauche unbedingt eine Hand. Und eine Rüstung. Ein Mist viel weniger. So. Blauflieder. Ach, da hinten brauche ich nicht gehen. Ich glaube, da lag ein Schattenläufer rum. Ganz da hinten.
sowas brauchen wir eigentlich nochmal für die Liste für Konstantino. Hier, Nachricht. Dreimal die Heilpflanzen, dreimal die Feuer-Mana-Pflanzen. Goblin-Beere, Drachenwurzel, Snapperkraut, Flussmyrte. Habe ich eine Drachenwurzel inzwischen? Feldknöterich haben wir. Snapperkraut haben wir. Flussmyrte haben wir. Weinbeere haben wir hoch. Feuerwurzel, Feuerkraut. Feuernessel haben wir. Heilwurzel, Heilkraut, Heilpflanze haben wir auch. Goblin-Beere, ja. Ja, es fehlt noch die Drachenwurzel und der Kronstöckel. Der Kronstöckel wird oben beim Steinkreis sein, aber wo kriegen jetzt die scheiß Drachenwurzel wieder her? War die hier normalerweise nicht auch? War hier nicht Goblinbeere und Drachenwurzel? Bin mir gerade unsicher. Hier brauchen wir nicht reingehen, weil hier sind die scheiß Banditen drin. Scheiße, ich muss mich mal heilen. Ja, gehen wir erstmal fressen. Ich keil mich in der Zeit. Gute Idee. Ein Mist wie weniger. Aber wir könnten uns ja einen Loot schnappen, der hier noch rumliegt. Da sind die Banditen. Da brauchen wir auch nicht hingehen. Da ist auch die andere Ork-Axt. Die kann man sich zum Beispiel auch holen für Harad. Und dann gibt es ja noch einen dritten Ork, wenn man mit Bartok auf die Jagd geht. Scheiße, wo waren jetzt die Drachenwurzeln nochmal? Mein Gott. So. Wir müssen noch bald eine Stufe steigen, ja. Nicht mehr viel. Zwei, drei Kreaturen noch. An sich ist es ja dumm, die Quest zu machen, weil wir verlieren eine Drachenwurzel. Ach, da ist sie ja schon, Drachenwurzel. Ich wusste, dass sie hier irgendwo war. Auf jeden Fall ist es ein bisschen dumm, dass wir die Quest machen, so. Weil wir verlieren ja eine Drachenwurzel, eine Goblinbeere und Kronstöcke und so. Aber ich würde gerne alle Quests mitnehmen, wie immer. Und ich mache eh nicht die ganzen... so Bild wie auf 100% oder so. Zum Beispiel, wenn man Rengaro ja frei lässt und er sich der Diebesgilde anschließt, kriegt man von dem ja, glaube ich, 2 Geschicklichkeit umsonst. Das habe ich schon immer gesagt. Und von ihm hier bekommt man ja auch irgendwas, wenn man ihm eine dicke Spende gibt. Aber bin ich so der Fan davon. Wir kommen ja so klar. Baldram. Der erzählt gar nichts mehr. Ich habe die Lieferung von Akil. Ausgezeichnet. Endlich kann ich wieder frische Waren anbieten. Hier sind deine 50 Goldstücke. Das ist nicht schrecklich. Danke, danke. Ah, Bartok. Zu dir wollte ich ja. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus. Ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern. Dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Das habe ich schon denn noch alles gemacht. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Das ist ja interessant. Er sollte lieber den Mund halten. Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken.
Ich weiß nur noch, dass Trokar sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Das darfst du keinem erzählen. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ja. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Ich dachte, der wollte zum Hafen, da sich Sumpfkrautstängel kohlen. Warum sollte er denn plötzlich vom Wolf angegriffen werden? Was du nicht sagst. Da machen ja Banditen oder eine Entführung mehr Sinn. Ehrlich, Bartok wieder komplett lost in space. Er redet einfach zu viel. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Das ist ja schrecklich. Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Wirklich? Das ist ja interessant. Naja, Schleichbeuge ist noch nicht. Vielleicht nehme ich es irgendwann mit. Aber gerade nicht. Vonnöten. Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Ich habe was. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Bosper einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Ich glaube da nicht dran. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosper verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hier sind sie. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Okay. Wir speichern. Warte mal. Ehrlich? Und dann geht's los. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Vor dem Südtor ist ein Wald. Dort sollten wir mehr als genug Viecher finden. Wahrscheinlich mehr als uns lieb sind. Mein Mann sieht das anders. Hast du gehört, Bartok? Ihr Mann sieht das anders. Ich habe es selbst erlebt. Dann habe ich noch eine Heilwurzel hier oder Heilpflanze. Bam. Rinnenkopf. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig. So hat er doch vorher gewusst. Das ist eine schlimme Sache. Das hat er doch vorher gewusst. So, jetzt geht's ab. Weniger. Ein Mist wie weniger. Ja, Bartok, der muss da schön kämpfen, um sein Überleben. Ich sammle erstmal ein paar Pilze. Er muss Prioritäten setzen im Leben. Zück den Bogen. Ein Mist wie weniger. Mein Gott, der hat ein scheiß Wolfsmesser. Warte erstmal, nimm erstmal einen Trank, Mann.
So, direkt speichern. So, was denkst du? Sollen wir noch weiter den Wald gehen oder nicht? Gehen wir weiter. Na schön. Wenn das mal gut geht. Na, würdest dich mal heilen, dann wird auch gut gehen. Ein Mist wie weniger. Guter Mann. Ein Spartok. Einfach zerfetzt den Schattenläufer. Aber auch nur ein Junge, okay. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Warte, da sind noch mehr. Brauchst du eine Brille oder was? Ein Mist wie weniger. Ein Mist wie weniger. Mut ist ja gut. Ein Mist wie weniger. Du musst es nicht alt kommentieren. Ein Mist wie weniger. So, jetzt kommt der Ork. Ein Mist wie weniger. Das war's. Ich denke, ich gehe in die Stadt zurück. Hier draußen ist es mir einfach zu gefährlich. Selbst zu zweit. Ein Ork direkt vor der Stadt. Verdammte Scheiße. Also, mach's gut. Du kannst die Felle ja an Bosbach verkaufen. Ja, der Berg auch machen. So. Und da ist zum Beispiel die dritte Ork-Axt, die kann man bei Harad abgeben kann. Was haben wir da bekommen? Horn? Schöne Armbrust. Wo ist ein Thorn jetzt? Muss ja für irgendwas gut sein, oder? Oder auch nicht. Da war ein Schild. Naja, egal. So, hier sind wir fertig. Da sind noch Goblins, glaube ich, gewesen. Frage, schaffen wir die schon? Sind normale Goblins oder sind da auch schwarze bei? Sind nur schwarze. Nee, da hauen wir ab. Dann holen wir uns jetzt mal den Kronstöckel von oben am Steinkreis. Dürdüm. Neue Wölfe sind gespawnt. Oh, unbedingt Einhand, ey. Seid Junge, oder? Ja, okay, seid Junge. Ein Mist wie weniger. Die haben ja zum Glück nichts drauf. Nehmen wir den nächsten noch mit. Ein Mist wie weniger. Kronstöckel, wo ist mein Kronstöckel? Da haben wir noch einen Feldräuber, einen dicken, fetten. Den nehmen wir natürlich mit. Die Pflanze hier auch. Ein Mist wie weniger.
Da sind ein paar Schafe. Bitte nur einer. Perfekt. Scheiße. Nee, doch nicht. Ich dachte, er hat mich getroffen. So, wo ist mein Grundstücke? Hart erkämpft. Weichter Lederbeutel. Weltknöterich, ist der falsche. Ich will ihn nicht. Verdammte Scheiße. Alter, ich dachte schon, was ist denn jetzt? Goblinbeere nochmal. Heilpflanze, Heilkraut. Wo ist der scheiß Kronstöcke? Steintafel der Lebensenergie. Kronstöcke da haben wir. Sehr schön, dann haben wir eigentlich alle Aufträge erledigt. Um Bürger der Stadt zu werden. Geilo. Die Schalter drückt man nicht. Machen wir erst, wenn es soweit ist. Mit der Quest. Der Wassermagier. Als wir im Bottensieger jetzt erst, als wir im Bottich waren, haben wir den Zopf weggemacht. Oh ja. Mal eine andere Frise, wohl nicht schlecht. Bin eh nicht so der Fan von Zöpfen, muss ich sagen, bei Männern. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich habe so einiges gehört. So, Bossbar. Das war doch klar. Hey! Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst. Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Wir können nur abwarten. War ich schon bei Matteo mit der Zustimmung? Ja, okay, habe ich. War mir gerade unsicher. Man darf nicht alles glauben, was man hört. Er muss das ja besser wissen. Hey! Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Das war genau so, wie du sagst. Wenn er das
Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Ich habe alle Pflanzen, die ich dir bringen sollte. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, hä? Bei Adanos. Es ist tatsächlich alles dabei. Aus dir könnte vielleicht doch noch ein brauchbarer Alchemist werden. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Gut. Das haben wir erledigt. Die Frage ist, wo fangen wir an? Bei Harad oder bei Bospa? Ich muss sagen, ich tendiere ja immer mehr zu Bospa. Bei Harad kann man mehr Gold machen, ja. Aber Bospa ist einfach viel entspannter. Da kann ich einfach mal hingehen, krieg mein Gold, muss nichts dafür machen. Bei Harad muss ich erstmal hier an der Schmiede ein bisschen rumwerkeln und alles. Und also wird Zeit. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde sagen, da gutes Gold und Geschild. Und hier super Einnahmequelle, aber kostet halt Zeit. Und Schmieden muss ich auch noch lernen. Ja, was machen wir? Wie gesagt, ich tendiere ja eigentlich immer zu Bospa. Dazu mag ich Bospa auch mehr, muss ich sagen, als Harad. Diego Fisch. Ja, komm, wir gehen wieder zu Bospa. Und wenn wir irgendwann die Livea spielen, da verspreche ich euch, dann spielen wir, sind wir bei Harad. Die Probleme habe ich kommen sehen. So machen wir das. Ich hätte das anders gemacht. Hey! So, Bospa. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Gut. Die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Harald hält dich für einen guten Mann. Torben hat dir seinen Segen gegeben. Ich bin nicht so gläubig, aber mir soll's recht sein. Constantino sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst. Und Matteo sagt, du bist Gold wert. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Du kannst jederzeit bei mir anfangen, wenn du willst. Ich bin dabei. Du wirst es nicht bereuen. Ich glaube, wir werden gut zusammenarbeiten. Leichte Lederrüstung erhalten. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Ganz einfach. Bring mir so viele Fälle, wie du kriegen kannst. Ich zahle dir dafür einen besseren Preis, als du bei jedem anderen Händler bekommst. Ansonsten brauchst du dich hier im Laden nicht blicken zu lassen. Ich komme ja schon alleine klar. Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für dich. Im Hotel am Marktplatz findest du bestimmt noch ein Bett. Ja. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Das ist doch alles nur Gerede. Ich bin jetzt Bürger der Stadt. Das Bürger höre ich bin Mal. Ich. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Das ist doch lange bekannt. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinis bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen, aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Ach, als Maul. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part an der Stelle. In der nächsten Folge sehen wir uns das obere Viertel an. Dann werden wir Lernpunkte verbrauchen, wahrscheinlich in Einhand Schlösser knacken, Stärke mal gucken und dann geht's zu Ona und seinen Jungs. Gut,
Danke fürs Zusehen und haut da rein.